Hey ho, liebe Außen und Innen, hier ist der V-Bundler mal wieder im Creative Mode von Minecraft. Auf vielfachen Wunsch und auch weil ich ja auf den wirklich selber auch total stehe. Also dieses freie Bauen, das hat es mir inzwischen so wirklich richtig doll feste angetan. Und ja, außerdem hatte ich ja vor einigen Wir spielen Minecraft-Folgen erzählt, ich hätte einen Spielstand verloren, eine Creative Mode-Folge verloren. Das stimmt auch, aber lustigerweise habe ich gerade vor wenigen Minuten ein Backup dieser Welt gefunden. Ein Backup, das ich angelegt habe, bevor ich diese Folge gedreht habe. Also kann ich diese Folge jetzt einfach nochmal drehen und es handelt sich immer noch jetzt, ich sag mal, pseudo-ägyptischen Stil, wenn wir heute wieder etwas bauen. Und zwar haben wir ja beim letzten Mal da unten dieses, also vor zwei Creative-Folgen, glaube ich, da haben wir dieses Tor hier, dieses ägyptische Gebäude, diesen, ja, Tempeleingang oder sowas, ja, ne? Und ich hatte in der Zwischenzeit, der war mir dann doch ein bisschen zu mickrig. Das ist für mich hier höchstens mal so ein Seitenteil. Und da habe ich einfach mal versucht, das nochmal in etwas größer zu bauen. Und das sehen wir uns auch gleich an. Eine Hälfte habe ich fertiggestellt und die andere Hälfte werden wir jetzt gleich zusammenbauen. Ist für mich jetzt auch, ist über einen Monat her, dass ich das gemacht habe. Und muss jetzt selber gleich mal gucken, wie das alles nochmal war. Bevor es losgeht allerdings, natürlich muss ich mal eben umschalten. Ich bin nämlich hier auf meinem Localhost-Server. Ich habe also Minecraft, also dieses Level einfach mal auf meinem Localhost-Server eingerichtet und muss jetzt natürlich manuell mal meinen Game-Mode umschalten, damit ich auch im Creative-Mode arbeiten kann. Ihr seht das ja schon, im Moment bin ich noch im Survival-Mode. Das geht ganz einfach, indem ihr einfach den Schrägstrich eingibt in die Chatleiste, Game-Mode. Und dann den Spielernamen. Ich bin hier nicht der Vorbuddler, sondern wenn ich mit Servern unterwegs bin, der Boss Endorphin oder das Boss Endorphin. 1, das ist die Nummer für den Creative Mode. 0 wäre zum Beispiel wieder zurück in Survival Mode. Ne? Also ich drücke jetzt Enter und dann kriege ich auch die Bestätigung Setting Boss Endorphin to Game Mode 1. Your Game Mode has been changed. Das ist sehr schön. Jetzt kann ich auch fliegen. Dass ich jetzt hier auf dem Server bin, das fand ich jetzt für diese Creative Mode Folgen auch sehr praktisch, da ich jetzt hier auch die Uhrzeit beeinflussen kann. So, und jetzt gucken wir uns jetzt einfach mal an, was ich hier schon mal fertiggestellt habe. Das ist eine Hälfte. Und auf der anderen Seite möchte ich das gerne mit Sandstein zunächst genauso bauen. So, und jetzt muss ich auch ein bisschen mich konzentrieren. Ja, ich würde sagen, sehen wir uns das mal an. Ja, das geht erstmal so ringsherum. So ringsherum und tralala. Das ist jetzt wirklich wie so ein bisschen Lego bauen. Ja, wenn man so einen Bauplan hat. Zwar habe ich das alles selber erfunden, aber wie gesagt, das ist so lange her, dass ich keinen Plan mehr habe. Ne? Ich muss jetzt immer rüberrennen, zur anderen Seite gucken, was habe ich denn da gemacht, wie ging das? Also wirklich Reihe für Reihe jetzt hier mal gucken. Da ich aber das Endergebnis schon kenne, also schon gesehen habe, wie das mal irgendwann aussieht, kann ich euch sagen, das ist sehr schön. Also es macht was her. Ich denke mal, ich bin jetzt ja auch hier Creative Mode so heiß, weil ich ehrlich bin, im Moment sogar ein bisschen heißer als das beim normalen Spiel. Also, weil es einfach mal so richtig so ein freies Spiel macht. Man kann so unheimlich viel ausprobieren. Ja, darüber hinaus bauen wir im Moment ja sowieso unsere Serverwelt neu auf. Und da geht das eigentlich genauso ab. Ne? Wir sind da alle im Creative Mode, wir Mods. Oh, ja, hier in der Mitte, da kann ich auch schon mal hier so diese Säule hinstellen. Da am Boden stimmt ja was noch nicht. Auch allein, dass man hier so fliegen kann, das ist einfach immer noch super. Ja, ich brauche hier so einen Sandstein-Halbstein. Eigentlich nicht. Eigentlich kann man nicht auch einen ganzen reinsetzen, sehe ich gerade. Ja, das war auch so im Sinne des Erfinders. Die beiden Fackeln da rein. Und das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Naja, kleiner Spaß. Das war es natürlich noch lange nicht. So, die Mauer scheint doch hier. Da scheint ich dann jetzt überall noch Halbstein. Ah, hier vorne sollten wir mal abmessen. Das ist doch dann sehr hilfreich,
Schöne indirekte Beleuchtung habe ich da offenbar reingebaut. Das ist sehr hübsch. Ich bin immer am Fummeln mit indirekter Beleuchtung, ne? Dass man offenes Feuer nicht so sieht und es trotzdem schön hell ist. Hell genug vor allem auch, ne? Gut, jetzt hier ist es uns egal, weil ich die Monster abgeschaltet habe. Eiskalt. Oh, hier muss ich aber noch ein bisschen das Zeug weghauen. Nee, Monster schalte ich ab im Creative Mode, weil wenn schon, denn schon. Deswegen habe ich den jetzt auch, weil ich vermisse auch im normalen Creative Mode diesen Zeitumstellungsmechanismus da. Das wäre super praktisch. Man hat eigentlich eher selten Bock, in der Nacht irgendwas zu bauen und vor allem da musst du bl teilweise Blöcke zählen und sonst was und dann ist es natürlich in dem Moment auch immer dunkel. Deswegen habe ich gesagt, ich installiere den mal auf den Server. Ist sowieso eine gute Idee. Dann kann ich auch immer hier so trocken üben. Also auf meinem Home-Server. Das ist übrigens kein Problem, wenn ihr das auch machen wollt. Ne? Das ist. Guck mal, vielleicht mache ich da mal irgendwie ein Tutorial zu oder wie eine kleine Erklärung auf minenarbeit.de. Das kann man auch alles einfach mit Screenshots machen, weil das so total einfach ist. Ist aber auch mal gar kein richtiges extra Video für drehen, glaube ich. Es ist wirklich nicht schwierig. So. So, und dann zählen wir hier vorne nochmal die Füße ab. Was habe ich da? Drei? Drei? Ja, vielleicht fliege ich auch mal wieder. Dann kann man nämlich auch so in Bodenhöhe recht schnell. So, unter wie viel ist denn aber dazwischen? Drei, dann kommen vier, dann wieder drei am Ende. Okay. Ich zähle immer die Blöcke, die dazwischen sind. Fällt mir irgendwie immer leichter, komischerweise. Als irgendwie, weil hier stimmt was am Ende nicht. Habe ich denn da was falsch gemacht? Ah, das hört einfach so auf. Okay, das hört einfach so auf. Toll. Okay. Ja, genau, so war das. So war das. Okay, dann mache ich jetzt hier mal so eine Säule vor. Die geht jetzt. Ja, eigentlich vier hoch. Ich glaube, es wird auch schon dunkel. Ja, die Sonne geht unter, tatsächlich. Da muss noch einer drauf. Und so. Das ist ja vielleicht eine Fummelei jetzt. So. Ja, schön. Genau. Ah, ja, so habe ich das gemacht. Dann kommen da immer solche schönen. Gut, wo muss denn die Innenwand? Vielleicht kann ich die Innenwand, die geht doch mal durch. So auf dieser Höhe, ja. Dann kann ich die doch mal eben schon mal ziehen. Das ist jetzt hier auch die Vorderseite. Ich glaube, die Hinterseite, die Rückseite, die habe ich irgendwie schmuddeliger gemacht. Die habe ich nicht so richtig ausgebaut. Stell mir vor, das ist hier vielleicht so ein Tempeleingang. Klar, sagte ich schon. Im ägyptischen Pseudo-Stil. Vielleicht kann man da im Laufe der Zeit immer mal wieder irgendwie einen Teil zufügen, dass man hinterher so eine richtige ganze Tempelanlage hat. Das ist jetzt tatsächlich auch ein bisschen Abwechslungs vom Serveraufbau, von dem ich schon gerade erzählt habe. Da bauen wir im Moment noch nichts Ägyptisches. Und ja, wenn man nur mehrere Tage hintereinander immer was gebaut hat, da braucht man wirklich mal wieder ein bisschen Abwechslung. Weil man sonst ja schneeblind wird, ne? Man baut dann und baut dann weit, baut dann, aber dann ja, hat man schon fast Angst, dass das gar nicht mehr originell wird, weil alles so schnell geht. Deswegen mal ein bisschen so hier. Jetzt seht ihr auch schon mal, wie das aussieht da hinten im Dunkeln, aber ich mach trotzdem mal eben den Morgen wieder ein bisschen Tag, so. Schon erledigt. So, jetzt geht da oben so eine Säule rüber. Ah. Wunderschön. So, dann eigentlich immer hier so weiter. Vor diesem Dingenskirchen. Setze ich die erstmal so ein bisschen hier hin. Und dann gucken wir uns gleich mal noch die Details an. Dass ich das so ein bisschen anpasse. Ja, die alten Ägypter, ne?
die da schon hingestellt haben. Also sehr beachtlich, sehr beachtlich. Und alles in Handarbeit. Okay, hier oben scheint jetzt also wirklich auch noch so eine Halbsteinleiste durchzugehen, mit ein paar Unterbrechungen hier in der Mitte. Aber im Grunde, ja. Also praktisch immer da ist irgendwie ein Loch und dann kommt hier noch einer drauf, ne? Mhm. Das sieht schön aus. Eine Mitte müssen wir hier auch noch ein. Da kommt nämlich wieder eine Säule drauf, sehe ich gerade. Ah, prima. Er wird schon etwas fetter als der. Hier stimmt aber irgendwas nicht. Ach, da kommt noch eine halbe drauf auf diese Säulen hier vorne. Stimmt das denn so? Ganze. Ah, ja, guck mal, mit vielen. Ja, das ist natürlich schwer zu erkennen. Nee, wie war das jetzt? Doch, so, ne? Ja, genau. Ganze, halbe, ganze. Genau andersrum. So, den halben in der Mitte. Ja, genau so. Genau. In die Mitte. Ja, kann man nur empfehlen, die Halbsteine auch immer beim Baum nochmal dazwischen zu setzen. Das wird dann einfach mal nicht so ganz so kastenförmig wie normalerweise in Minecraft. So, das habe ich aber alles richtig gemacht. Hier am Ende noch einen Halbstein hinten drauf. Miau, nix wie rüber da. Genau, dann. Immer kriege ich hier die Höhe nicht hin. So. Ah, wunderbar. Wunderschön. Jawohl. Ihr seht auch hier mal ein paar Goldblöcke reingebaut, ne? Ganz herrlich. So, ich denke, die untere Reihe haben wir jetzt fertig. Da könnten wir jetzt vielleicht schon mal hier unten die blaue. Was habe ich denn da? Blaue Wolle genommen oder Lapis Lazuli? Was ist denn das? Also ein Lapis Lazuli. Ne, blaue Wolle habe ich genommen. Wir wollen ja nicht zu dekadent werden hier, ne? Sehr viel in Blau gemacht, die Ägypter. Lapis Lazuli, das war in Ägypten, damals im alten Ägypten. Heute kennt man das ja gar nicht mehr, ne? Ich glaube, man kennt das erst seit Minecraft wieder, da, dieses Material, diesen Farbstoff. Aber das war im alten Ägypten hier vor 5000 Jahren praktisch, oder noch länger, 6000, 7000 Jahren. Das kostbarste Material überhaupt, der kostbarste Stoff. Der wurde also sehr gehandelt, weil man da wirklich sehr viel die ganzen Gemälde und sonst was mitgemacht hat. Das war wirklich spektakulär. Jetzt brauchen wir einen Goldblock. Und der ist 3 Goldblock. 3 hoch und hier auch noch einen hin. So. Ah, super schön. Wunderbar. Jetzt die obere Reihe hier nochmal drauf. Da haben wir hier die Wand und dann müssen wir die Wand auch erstmal wieder zumachen am besten. Das war eben auch eine ganz hilfreiche Sache. Wie gesagt, die Rückseite, die ist ein bisschen schmuddeliger. Wie ist denn die Rückseite überhaupt? Uah, ganz gerade habe ich die gebaut erstmal, ne? Ja, okay, dann kann man sie auch schon mal hier zumachen. Machen wir das direkt. Sind ja jetzt einmal so schön beieinander, ne? Tja, wenn die alten Ägypter schon unsere Werkzeuge hier zur Verfügung gehabt hätten, die wir schon haben. Eine Maus, eine Tastatur. Wer weiß, was die dann schon alles gebaut hätten. Ja, das zieht sich ein bisschen die Länge, aber ich könnte das jetzt auch abkürzen, aber müsste halt ein bisschen zugucken. Vielleicht möchte jemand das auch nachbauen, dann hilft das vielleicht so ein bisschen, wenn man hier ein bisschen die Blöcke mitzählt.
So, jetzt machen wir hier zu. Gucke ich mir mal an, ob ich das auch wirklich so gemacht habe. Gut, die Feinarbeit, die können wir am Ende eigentlich auch nochmal machen. Hier machen wir nochmal so einen Rundgang am Schluss. Und wie gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn das hier vorne ist und der Eingang und hier ist irgendein Tempel, dann würden wir natürlich beim Tempelbau hier auch noch ein bisschen die Wand dementsprechend anpassen. Aber im Moment weiß ich ja noch gar nicht, was da entstehen soll. Mache ich jetzt mal erst nur so von vorne aus. Oben wollte ich jetzt die Wand zuziehen. Lalalala. Ich glaube, nur ein so ein Teilstück Wand ist schon so hoch wie der dieses erste Tempeldorf, was wir da letztens mal gebaut haben. Das war mir irgendwie viel zu mickrig. Das war so vom Stil her, fand ich das ganz hübsch schon, aber ich habe dann gedacht, Mensch, das muss doch wirklich viel imposanter werden. Mit Verschnörkelungen in direktem Licht und irgendwas da eingearbeitet und Hieroglyphen und so, noch einen alten, verwesten Pharao unten im Keller. Ne? Okay, den habe ich noch nicht hinbekommen, den verwesten Pharao. Dann nehmen wir dann irgendwann mal einen Zombie für. So, jetzt lasse ich mal diese Wand erstmal so. Ach, oben ist auch noch einen drauf, ne? Ach komm, machen wir den oben auch noch. Machen wir oben voll. So, mal in der Mitte stellen hier, da kommt man auch überall ran. Das sag ich so, ne? Ja, ein bisschen un von unten so, das ist immer besser, dann so durchklicken. Wenn man da nicht wieder, aber ist ja schön, man kann einfach wieder löschen. So, dann haben wir nämlich das Gröbste, diese blöden Wände, mal geschafft und können uns wieder draußen um die Verzierung kümmern. Was ja ein bisschen interessanter ist als jetzt hier diese stupide Mauerarbeit. So, aber es muss halt gemacht werden, ja. Ich glaube, ich habe auch mich vertan. Ich muss hier hinten noch einen Block freilassen. Jawohl. Und auch hier am Rand habe ich das denn gemacht. Da ist immer eine Stufe drin. Ah, hier habe ich es gemacht, aber hier, das ist zu viel. So. Okay, dann gucke ich mir nochmal eben hier die. Ah, da müssen wieder dann Säulen hochgezogen werden. Schwie. Und zwar hier und da und dort und da. Ich bin da wirklich hochkonzentriert, ne? Stimmt denn eigentlich auch die zweite Reihe schon hier, diese Säulen? Ja, die stimmen. Die stimmen. Ja, das stimmt alles. Das ist alles schön. Ja. Gut, die Reihe oben, ist da auch wieder ein Halbstein drauf? Nein, nur hier. Okay. Dann werden wir hier noch eine Säule hinbauen. Huch. So, ne? Noch ein Halbstein oben drauf. Und hier, ne? Genau. Ja, und nur noch da hinten. Es ist ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Zu viel. Einfach oben einen Halbstein drauf. So war das. Schon wieder der Tag um. Ihr seht mal, was man hier für eine Zeit verplempert. Ne, aber ich mache hier rigoros weiter. Ich check das jetzt mal eben. Ja, jetzt müssen wir die Goldteile einbauen. Okay, ich sehe schon, das ist ganz einfach. Licht. Time set. So. Was sagte ich? Es ist ganz einfach. Also darf ich mich jetzt auch nicht dumm anstellen. Lalalala. Schuppi, wobei bin ich froh, dass ich dieses Backup noch gefunden habe. Einfach, was habe ich gemacht? Ich habe vorhin gesagt, Mensch, mein Ordner hier mit den Worlds, also Save Games, hier, der ist wirklich übergelaufen, ja, und weil ich so viele Seeds erkundet habe,
inzwischen mit 1.8 bzw. 1.9. Ja, bestimmt 100 Seeds, ich habe natürlich alle gespeichert, aber was weiß ich, wenn du da noch so 20, 30 Seeds hast und Welten und alle nochmal irgendwie, da musst du überall mal reingucken und welchen löscht denn jetzt, welchen brauchst du noch. Meisten kann ich natürlich löschen, aber manche wollte ich auch behalten und ja, da plötzlich fand ich dann diesen hier und ich denke, ne, wieso ist denn der Tempel noch gar nicht fertig? Und da fiel mir ein, dass ich das irgendwie schon damals auf einen Localhost gezogen hatte, den Spielstand. Naja. Und das Backup hatte ich dann plötzlich noch in den Händen und dann konnte ich die ganze Folge nochmal drehen. Gut, jetzt fangen wir mit der Beleuchtung an. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich diese Verzierung. Ja, ist alles okay. Wer jetzt noch einen Fehler findet, darf ihn gerne behalten. Die Beleuchtung gucken wir uns an, ganz einfach hier oben in in diese Löcher. Einfach mal eine. Machen wir einfach größer die Löcher und stellen eine Fackel rein. Man kann jetzt natürlich auch Glowstone, ich sag mal Lightstone. Ich kann aber auch einfach Glowstone nehmen. Geht auch, ne? Ich mach's mal so. So, das ist die obere Etage. Und jetzt habe ich ganz unten im Keller praktisch, also müsste man vielleicht auch noch ein bisschen verschönern und noch den Sand rausnehmen und gegen Sandstein austauschen. Aber wie hast du das denn gemacht? Hier immer richtig voll. Da nur zwei reingestellt, damit es einen schöneren Schatten wirft. Aber ansonsten, ja gut, graben wir einfach mal hier überall Löcher rein, stellen Fackeln rein. So. Die falsche Taste gedrückt. Okay. Dann sollte das mit der Beleuchtung jetzt auch erledigt sein. Und guck mal, wenn man jetzt hier so als Fußgänger ankommt. Ah, hier könnte man auch eine schöne. Ah ja, richtig, das hatte ich auch noch gemacht. Ich hatte hier noch eine schöne. Ach, können wir vielleicht ein anderes Mal. Ich verrate das jetzt gar nicht. Wir machen mal einfach mal was an, noch ein anderes Video. Ja, und das ist jetzt als Tempeleingang schon etwas imposanter, ohne dabei jetzt überwältigend super riesen mega groß zu sein. Also das ist tatsächlich noch, wer schon mal in Ägypten war, eine realistische Größe. Ja, wenn du jetzt so als Fußgänger hier so reingehst in so einen Tempel, ist tatsächlich noch eine realistische Größe. Was wir jetzt noch gucken, ist hier oben. Ne, da habe ich nichts mehr gehabt. Okay. Ja, dann mache ich einfach die Wände zu. Es ist ja nicht so viel. Es ist eigentlich nur noch diese eine Wand. Und dann ist der Tempel nämlich. Der Eingang jedenfalls ist ja jedenfalls schon mal rundherum wunderbar. Und sehr schön. Und dann würde ich sagen, schalte ich auf gute Nacht-Modus. Wir gucken uns das Ganze mal im Dunkeln an, denn das sieht sehr schön aus. Guck mal, es ist doch schon fast vorbei. Ihr habt es bald geschafft. Klack, 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 klack. Ja, was will man dazu sagen? Ne, man könnte jetzt auch mitzählen, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne? So, guck. Da ist noch irgendwas hier unten. Könnte ich auch noch mal angleichen. Das stimmt aber hier. Hä? Den da gemacht? Das ist ganz anders. Hier ist stimmt ja irgendwas nicht. Ach, ich habe hier außenrum noch. Ah, da kommen wir der Sache näher. Hier außenrum muss auch noch eine Reihe Halbsteine hingelegt werden. Und dann ist das eine runde Sache, beziehungsweise eine eckige Sache.
Ja, tatsächlich. Geht ringsherum. Nochmal doppelt checken, ne? Ja. Wunderbar. Ich hau noch ein bisschen Berg weg. Habe ich gerade Bock drauf, so zur Feier des Tages. Noch ein bisschen Sandhügel weg. Vielleicht kann man dann den Tempel noch ein bisschen besser sehen. So, das geht immer schön, ne? Herrlich. Ich habe festgestellt, ich habe so eine Schnellfeuertaste an meiner Maus, habe ich letztens entdeckt. Baue ich sonst nie, da ich keine Shooter spiele. Und das ist sehr hilfreich. Man darf nur nicht vergessen, die Schnellfeuertaste, also die klickt halt automatisch immer mehrfach. Und dann alle, ja, eigentlich meisten Klicks, die bauen dann direkt zwei Blöcke ab. Man kann also schon so ein bisschen beschleunigen. Seht das hier, es geht schon ziemlich zügig. Allerdings darf man ja nicht vergessen, die Schnellfeuertaste wieder auszuschalten. Sonst klickt die immer zweimal und man denkt, der Computer ist kaputt. So. Zack. Seht ihr, wie das weggeht? Ja. Okay, wenn wir wieder umschalten. Tada! Ne? Bisschen in den Luft so. Ah, herrlich. Pass auf, jetzt schalte ich mal auf Abend. Abendstimmung. Wie geht das? Time Set. Ich nehme immer 90.000. Das finde ich eine tolle Zahl. So. Na. Ja, und das ist auch das mit der indirekten Beleuchtung, was mir immer so gut gefällt. Ich denke mal, vielleicht kann man auch den mittleren Bereich hier auch noch leicht aufhellen. Vielleicht hier in die Mitte noch irgendwas, aber ich weiß jetzt nicht wo, wenn das indirekt sein soll. Dann wird es schwierig, da wir hier nicht genug Säulen haben, zur Verfügung haben, die das so ein bisschen verdecken. Ich finde es auch nicht schlimm, ich finde das ist eigentlich ganz schön so. Stimmungsvoll, ne? Ein schönes ein Tempeltor, ja, der ägyptischen Pseudo-Art. Und nochmal zum Vergleich hier die alte Version. Ein bisschen mickerig, ne? Die haben wir auch noch nicht so gleichmäßig gemacht. Wir haben ja hier jetzt mal richtig schön. Ja, von den Seiten darf man jetzt nicht gucken. Das ist noch irgendwie nicht so schön, ne? So. Ja, ist wie aus dem Ei gepellt. Okay, vielleicht baut ihr auch sowas in der Richtung. Ah, wir haben noch was vergessen. Guck mal, guck mal, guck mal. Wir haben noch was vergessen. Das sehe ich jetzt erst. Hier unten muss noch mal was hin. Viele von euch haben das natürlich so schon längst gesehen und denken, packen sich jetzt schon an den Kopf, schreiben schon einen Kommentar und geben einen Daumen runter und all so Sachen, ne, weil ich da noch nicht gesehen habe, dass da eine Stufe fehlt. Habe ich denn sonst noch eine vergessen? Ja, ich habe noch mehrere vergessen. Hier. Und da. Und da. So, jetzt ist es aber richtig. Ja. Auch oben jetzt die Reihe, ja, ist jetzt alles richtig. Was ist ganz oben, auch richtig. Also könnt ihr euch wieder alle abregen. Ich habe es dann doch noch hinbekommen. Ne? Baut das ruhig nach, wenn ihr wollt. Ein bisschen im ägyptischen Stil. Also Sandstein, baut ein bisschen Goldblöcke ein. Im Creative Mode geht das ja, da habt ihr ja genug davon. Und wie gesagt, viel mit Blau. Ne? Blaue Wolle, dunkel und kräftig, so Königsblau, ne? Das kommt sehr gut. Das passt. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen. Ach, wie schön, dass der Montag jetzt auch noch. Ach. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was die alten Ägypter zu diesem Bild sagen würden, aber ich sag, das ist phänomenal. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen. Viel Spaß noch mit Minecraft und auf minenarbeit.de. Vielen Dank an alles und macht's gut, ne? Tschö.